Liebe Leute, willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Und in der vergangenen Folge, ja, haben wir gesehen, Scarlitz wurde angegriffen. Vermutlich von Sigismund Armee. Das heißt vermutlich, sondern es steht ja auch da, mein Gott, meine Eltern wurden ermordet, König Sigismund Armee fiel in Scarlitz ein und schlachtete alle ab, ihren Weg kreuzten, einschließlich Mutter und Vater. Ja, das war zusammengefasst das, was wir in der vergangenen Folge erlebt haben. Wir sind auch noch mittendrin in der Flucht, denn die Angreifer sind ja noch nicht weg. Und wir müssen jetzt, beziehungsweise Heinrich muss jetzt nach Tallenberg. Wir haben jetzt zwei Aufgaben. Einmal besorg dir ein Pferd und reite nach Tallenberg. Das werden wir jetzt mal angehen. Dazu müssen wir hier runter, haben wir vergangene Folge noch erfahren. Und vermutlich sind die ja hinter uns her. Und ich kann mich noch erinnern, wenn wir hier geradeaus weiterlaufen, dann kommt uns da einer entgegen. Oh, leichte Lags. Was ist da los? Da hinten rennen sie schon. Ich lauf mal in die Richtung. Da steht ein Pferd. Da wird auch geritten. Okay. Schnell, schnell, schnell. Ein Pferd. Aufsitzen. Okay, reiten. Du kannst jederzeit dein Pferd mit dem Pfiff herbeirufen und dann aufsitzen. Das Reiten, das weiß ich noch, deswegen können wir das hier mal getrost überspringen, wie es funktioniert. So, ja. Dann wollen wir mal. Richtung Tallenberg sollen wir reiten. Im Galopp natürlich. Und ich weiß, dass die Sache hier noch ziemlich schwierig war. Und da sind sie, die Angreifer. Ich glaube, da wurde jemand, da hätten wir vielleicht noch eventuell jemanden retten können. Aber wir versuchen jetzt natürlich, unsere eigene Haut zu retten. Wir haben gerade mit anschauen müssen, wie unsere Eltern, dahin gerafft wurden. Ermordet wurden. Und Spiel ist gespeichert, okay. Okay, Heinrich hat einen Pfeiler bekommen. Das ist natürlich ungut. Hoffentlich schaffen wir es nach Tallenberg. Scheint die einzige Rettung zu sein, die wir haben. Die Ladezeiten sind ziemlich lang. Okay. Wo ist vorne? Hier ist vorne. Wo müssen wir denn hin? Du kannst dein Pferd jetzt jederzeit herbeirufen, indem du Y drückst. Ja, das wissen wir. Aber ich will wissen, wo... Geradeaus. Gut. Die sind nämlich hinter uns her. Okay, 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 okay. Komm, gib Gas. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Warum habe ich denn... Warum sind denn jetzt aktuell so leichte Lags drin? Da muss ich da mal schauen, liebe Leute, nach der Aufnahme. Links. Tallenberg liegt links, entlang des Baches. Okay. So, hier lang. Komm, komm. Shit, unser... Tut mir leid, Pferd, aber wir müssen im Galopp... Wir müssen weiter, sonst kriegen die uns. Komm, komm, komm. Was sprechen die denn für eine Sprache da? Die lassen auch nicht ab von uns. Ich muss ein bisschen langsam machen, das Pferd. Okay, komm, komm, komm. Genau, weg. Geh weg.
Gott. Warnt die anderen! Sie brennt Scarlets nieder! Lauf! Okay, gutes Pferd. Oh Gott, wie lang ist denn der Weg nach Tallenberg? Da vorne ist es. Ich sehe die Burg. Gott sei Dank. Oh. Gott sei Dank. Das war eine knappe Sache. Gib ihm doch jemand zu trinken und bringt heißen Wein und Verbandszeug. Sag mir, Junge, wer bist du und wo kommst du her? Was zur Hölle ist passiert? Ich komme aus Scarlets. Sie haben es niedergebrannt und alle abgeschlachtet. Wer? Weißt du, wer das getan hat? Eine riesige Armee. Sie griffen ohne Vorwarnung an. Es waren weder Tschechen noch Deutsche. Wer dann? Ich weiß nicht. Ich habe noch nie solche Rüstung gesehen und ihre Sprache war mir auch fremd. Vielleicht Tataren. Tataren, sagst du? Darum werden wir uns später kümmern. Zuerst versorgen wir lieber mal dein Bein. Beiß die Zähne zusammen. Ich zieh den Pfeil jetzt raus. Ganz ruhig. Schon erledigt. Du hattest Glück, Junge. Der Pfeil hat den Knochen verfehlt. Ich muss die Wunde verbinden, aber darin habe ich schon massig Erfahrung. Der Krieg ist ein guter Lehrmeister. Kannst du aufstehen? Na bitte, so gut wie geheilt. Danke sehr. Habt ihr nichts zu tun, oder was? Zurück an die Arbeit. Denkst du, du schaffst es, mit Herrn Devish zu sprechen? Mein Herr, das ist ein Überlebender aus... Ich weiß, Robert. Sag, mein Junge, was genau ist geschehen? Konntest du die Flaggen der Angreifer erkennen? Und gab es noch Überlebende? Herr, ich weiß wirklich nicht, wer sie waren, aber es waren sehr viele. Unzählige Banner wehten auf den Hügeln über Scarlets. Die Schlechter sprachen eine ziemlich merkwürdige Sprache. Sie brannten Scarlets komplett nieder. Viele suchten in der Burg Schutz. Ich schaffte es nicht. Also musste ich fliehen und dabei riefen sie mir zu, ich solle euch warnen. Bei diesen Tataren, wie sie der Junge nannte, könnte es sich um Sigismunds Kumanen handeln. Sie kamen wohl von Osten aus nach Ungarn und bilden nun den Kern seiner Armee. Seit der Plünderung von Kuttenberg scheint er eine Leidenschaft für gestohlenes Silber entwickelt zu haben. Scarlets ist klein, Herr. Wenn Sigismund angreift, haben Sie keine Chance.
Wohl wahr, Herr Robert. Mit unserer kleinen Garnison können wir Ihnen nicht helfen. Selbst wenn wir es riskieren würden. Denkst du, wir sind als Nächste dran? Möglicherweise. Wie ist dein Name, Junge? Ich bin Heinrich, der Sohn vom Skalitzer Schmied. Ich kenne ihn. Hat er es auch in die Burg geschafft? Mein Beileid. Jetzt liegt es in Gottes Hand. Niemand sonst kann uns helfen. Also dann, vielen Dank, du hast dein Leben riskiert, um uns zu warnen. Robert, kümmere dich bitte um Heinrich. Verschaff ihm ein gutes Essen und etwas Ruhe. Ja, Herr. Und bring alle Menschen hinter die Mauern. Wir müssen auf das Schlimmste gefasst sein. Triff alle nötigen Vorkehrungen. Wie du befiehlst, Herr. Okay, also, Thalenberg haben wir erreicht. Wir haben den Burgherrn kennengelernt. Und sollen jetzt mit Herrn Robert sprechen. Herr Robert war, glaube ich, der Mann in der schimmernden Rüstung. Wenn ich die Geschichte richtig verfolgt habe jetzt. Dann gucken wir mal. Ich würde sagen, erstmal was essen und vielleicht eine Mütze Schlaf wäre auch nicht falsch. Nach dem aufregenden Tag. Die Ladezeiten des Spiels kommen mir irgendwie ein bisschen länger vor, wie da, wo ich es das erste Mal gespielt habe. Kann aber auch sein, dass ich mich täusche. Okay, da sind wir. Du kannst deine Gesundheit stets in der roten Leiste am unteren Bildschirmrand im Auge behalten. Okay. Die Menge an Gesundheit legt gleichzeitig die maximale Menge an Ausdauer fest, weshalb es immer ratsam ist, dich zu heilen. Heinrich heilt sich regelmäßig mit Hilfe von Essen und Schlaf selbst. Okay. Und wir haben einen Schnellreiseort entdeckt. Sehr schön. Also wir haben Hunger, sehen wir. Wir gucken aber mal ganz kurz in den Questlog. Wir haben Thalenberg. Burg Thalenberg wurde zu Beginn des 14. Jahrhunderts entweder von Ernst von Kaunitz oder Rosnata von Uschice auf einem Felsvorsprung errichtet. Mehr als 200 Jahre lang diente sie als Hauptsitz des Herrn von Uschice, die ihren Namen später an den Ort ihrer Residenz anpassten und fortan die Herren von Thalenberg waren. Ah ja, 1390 übernahm Divisch von Thalenberg die Burg, doch noch im selben Jahr wurde sie durch Habel Medek von Waldeck erobert, der Divisch kurzerhand einkerkerte. Erst im Jahr 1397 kam er dank eines Urteils des Provinzgerichts wieder frei. Heute erinnert nur noch eine Ruine inmitten des Wohngebiets an die Burg. Okay. Schade, die hätten da mal schreiben können, wie die Städte heute heißen, ne? Ist ganz interessant gewesen. Gut, Ereignisse. Das werde ich mir mal durchlesen. Wenn euch das interessiert, schreibt es mir unten in die Kommentare, dann kann ich es gerne auch nochmal zeigen. Charaktere. Vielleicht nochmal interessant. Papst Benedikt, das hatten wir schon, oder? Der Papst Bonifatius haben wir hier auch. Sigismund von Luxemburg, okay. Und Tutorials. Verletzung und Heilung, das haben wir ja gelernt, da müssen wir uns verbinden. Okay. Ja, wie gesagt, das werde ich mir dann nochmal in Ruhe durchlesen. Guck mir den Questlog. Sprich mit Herrn Robert. Mein Heimatdorf wurde von fremdländischen Söldnern überfallen und viele Bewohner fanden den Tod. Ich konnte nicht in die Burg gelangen, bevor die Tore geschlossen wurden. Also schickte man mich nach Thalenberg, um die Leute dort vor dem ähnlichen Schicksal zu warnen. Okay. Oh ja, wir sind müde. Und wir sollten dringendst was essen. Was sagt denn unsere Sattheit? 15, oh ja. Okay. Geht's denn hier? Ich meine, hier geht's in die Küche, ne? Hallo? Gibt's hier was zu essen? Hallo? Nicht rein? Oder müssen wir doch erst mit Herrn Robert sprechen? Robert. Wer denn?
oben. Ach nee, hier steht er doch und sagt nichts. Okay. Du hast dich wacker geschlagen, Junge. Ich bedauere deinen Verlust. Du musst entkräftet sein, also geh in die Küche und iss etwas. Kummer ist mit vollem Magen leichter zu ertragen. Ich muss etwas essen. Meine Eingeweide ziehen sich schon zusammen. Ich hörte von deinem Vater. Okay. Man sagt, er wäre ein Schwertschmied, der aufs Land zog, um Hufeisen zu schlagen. Ah, hör schon auf. Ich verstehe nicht, warum er sein Talent so hatten, hätte ich nichts einzuwenden. Er genoss einen sehr guten Ruf. Okay, mit Herrn Robert in die Küche gehen, das haben wir erledigt. Dann sollten wir doch hier was zu essen kriegen. Ah, meine Herrin. Du hast Glück. Herrin Stefanie von Tallenberg beehrt uns mit ihrer Anwesenheit. Ich fühle mich geehrt. Das ist also unser tapferer Recke? Sei willkommen. Bojena hier wird sich um dich kümmern. Du musst doch sicher müde und hungrig sein. In der Tat. Wie könnte er es nicht sein, der arme Junge? Nach allem, was er durchgestanden hat, muss er einen Bärenhunger haben. Habe ich recht, junger Herr? Das hier ist für dich. Iss so viel du willst. Und etwas Wein zum Runterspülen? Hab Dank, Herrin. Wenn du hier fertig bist, gesell dich zu den Stallburschen in die Vorburg. Nein, das wird nicht reichen, Herr Robert. Nach allem, was er durchstehen musste, verdient er ein richtiges Bett. Er soll in der Wachstube auf dem Vorplatz schlafen. Gewiss, Herrin. Der junge Heinrich ist ganz sprachlos von deiner Großzügigkeit. Ja, ja. Hab Dank, Herrin. Möge Gott dich für deine Güte belohnen. Iss dich ruhig satt. Du bist in guten Händen, also werde ich euch nun verlassen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Herrin. Wenn du fertig bist, kannst du dich in der Schlafkammer der Wachstube schlafen legen. Und vergiss nicht, die dreckigen Stiefel auszuziehen, bevor du dich ins Bett legst. Alles klar. Dreckige Stiefel ausziehen, daran soll Heinrich denken. Werden wir natürlich auch tun. Vielmehr Heinrich. Geht zur Wachstube auf dem Vorplatz und schlaft dort bis zum Morgen. Okay. Aber jetzt essen wir erstmal was. Heinrich hat Hunger. Es ist nicht klug, Hunger zu ignorieren. Je länger Heinrich nichts isst, desto schwächer wird er. Wenn er zu lange hungert, kann er sogar sterben. Okay, Nahrungsmittel haben verschiedene Eigenschaften. Ein Apfel macht dich zum Beispiel nicht so satt wie ein Entenbraten, aber er bleibt länger frisch. Ist klar. Okay, was haben wir denn hier in Linsenbrei? Und hier haben wir noch leckere gebratene Ente. Die wird immer gern genommen. Da werden wir jetzt mal richtig reinhauen hier. So. Nahrung. Erstmal den leckeren Linsenbrei. Was macht der denn? Sattheit 9, Gesundheit 0, Energie 0. Okay, der macht eigentlich nur satt. Aber wir werden ihn trotzdem essen. Und jetzt noch eine gebratene Ente hinterher. Okay, zieht uns Energie ab. Bringt aber 26 Sattheit. Werden wir uns doch jetzt hier erstmal richtig satt essen. Sattheit 87. Okay. Und jetzt werden wir müde. Aber ich würde sagen, wir nehmen hier vielleicht noch ein bisschen was mit, wenn wir schon die Möglichkeit haben. Dass wir ein kleines bisschen was an Nahrung einstecken haben. Weil nicht, dass wir dann irgendwo stehen und haben nichts zu essen. Wäre natürlich schlecht. Käse nehmen wir noch mit. Lecker Käse. Hier sind noch Äpfel. Äpfel sind eigentlich auch immer gut. Oh Gott, müde. Alles klar. Okay, groß umgucken brauchen wir uns hier, glaube ich, gar nicht, sondern wir sollten zusehen, dass wir jetzt wirklich ins Bett kommen. Und das Bett, meine ich, wäre da hinten. Oh ja. Jetzt fallen die Augen zu. Genau, hier. Da kann ich mich noch dran erinnern. Hier ist unser Bett. Dann machen wir natürlich ordentlich die Tür zu. Okay, wenn du müde bist, verringert das allmählich. Es muss schrecklich gewesen sein. Schlaf ist die Lösung. Such dir ein freies Bett. Du erkennst anhand deines Symbols auf dem Kompass. Dann setzen wir uns mal.
Ein schickes Bett. So, dann ziehen wir unsere Schuhe aus, wie befohlen. Die Klamotten lassen wir an, das hat man, glaube ich, früher so gemacht. Und dann werden wir mal schlafen. Wir haben jetzt 19 Uhr, dann würde ich sagen, schlafen wir doch mal so 10 Stunden bis 5 Uhr. Da haben wir dann auch, na gut, die Energie würden wir schon bis 2 Uhr regenerieren komplett, aber wir gönnen uns das mal bis 5 Uhr zu schlafen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge, liebe Leute. Dann gucken wir mal, was Thalenberg so zu bieten hat. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst mir einen Daumen nach oben da würde ich mich drüber freuen. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns zur nächsten Folge Kingdom Come Deliverance. Bis dahin, ciao.